Hallo liebe Campingfreunde, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Lang, lang, lang habt ihr gewartet, viele nette Kommentare da gelassen. Unser letztes Video war leider der Abschied von unserem kleinen Ducky-Freund. Aber jetzt geht's natürlich weiter mit Campingtouren, Abenteuern. Und natürlich auch in der Zeit, als ihr uns nicht gesehen habt, ist natürlich einiges passiert. Unter anderem haben wir auch unser Auto wieder ein bisschen fresh gemacht. Das heißt, diejenigen, die unseren Kanal schon kennen, die wissen, wie es innen drin vorher aussah. Düster, dunkel, braun und sehr unkomfortabel. Wir haben das Ganze jetzt noch einmal verändert und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich freue mich darauf ganz sehr, denn ich bin auch ein bisschen stolz, denn ich konnte das alles selbst machen. Mit dem Werkzeug und allem drum und dran, was wir jetzt besitzen, haben wir unseren Bus neu ausgebaut. Dann kommt mal mit, wir lüften das Geheimnis. Das ist jetzt unser guter Bus. So sieht er aus von innen. Ihr könnt vielleicht auf den ersten Blick erahnen, wir haben erst einmal die Kisten gestrichen. Diese alten Kisten, die hatten wir vorher schon drin. Wir haben gedacht, wir nutzen die einfach weiter, weil die einfach super robust gebaut waren. Wir haben einfach ein bisschen Farbe draufgepackt, weiß und grau. Grau der Deckel und weiß der Boden. Inzwischen sind wir schon ein, zwei Mal gefahren mit dem Auto und wie ihr seht, das Weiß nutzt sich schnell ab. Das heißt, man sieht die Stoßflecken ganz oft, wenn man mit den Schuhen drankommt, wird es schnell schmutzig, aber das ist nicht schlimm. Wir haben uns das so ausgesucht, damit das Auto einfach ein bisschen größer innen drin wirkt und auch heller innen drin wirkt. Deswegen haben wir uns für diese weiße Farbe entschieden. Außerdem haben wir die Verkleidung. Die war vorher dunkelgrau, die ist jetzt bei uns türkis. Das haben wir türkis gemacht, weil auch unsere Vorhänge türkis sind. Hatte keinen großen Sinn, aber irgendwie sollte es ein bisschen farblich zusammenpassen. Das tut es jetzt. Wir haben die einfach nur gestrichen. Natürlich könnte man das auch irgendwann nochmal austauschen, weil das eine, wie ihr seht, ist ja dort ganz schön kaputt. Aber das stört uns jetzt erstmal nicht, denn wir wollten unbedingt rausfahren mit dem Auto. Es sollte fertig werden. Was natürlich jetzt noch nicht geworden ist, sind die gelben Wände. Die kommen irgendwann auch nochmal ab. Oder weg, die werden gefilzt oder ähnliches. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt unser Auto innen drin. Ich muss sagen, wir haben so viel Platz auf einmal, was auch daran liegt, weil wir jetzt eine Drehkonsole haben. Wir haben jetzt eine Bank einbauen lassen. Also die Bank war vorher schon drin, aber wir können das Ganze jetzt drehen. Und das bringt natürlich enorm viel Platzgewinn im Camper. Ist nichts Spektakuläres, es kennen bestimmt schon einige. Aber wir freuen uns richtig drüber, weil wir dadurch natürlich einfach mal zwei Sitzplätze gewonnen haben. Einer kann hier sitzen, einer kann in der Ecke sitzen, wo der Tisch ist. Also alles super, richtig viel Platz. Und wenn wir gerade mal schon bei dem Tisch sind, zeige ich euch auch gleich, was wir hier gebaut haben. Nämlich auch eine Möglichkeit, hier zu arbeiten an diesem Platz. Das war ja auch irgendwie das Ziel, dass wir in dem Auto irgendwie mal den Computer aufbauen können, mal ein Video schneiden können und so weiter und so fort. Das heißt, ich zeige euch jetzt gleich, wie das Ganze aussieht. Ach Gott. Jawohl. Also, das ist einfach, genau, dieser kleine Tisch. Den haben wir gesägt. Und dazu gibt es hier so ein Bein. Das ist höhenverstellbar. Das macht man dann einfach auf. Sind, glaube ich, 70 cm. Wir haben hier solche Haken angebracht, wo man den Tisch dann ganz einfach einhängen kann. Und so hat derjenige, der hier vorne sitzt, einen komfortablen Platz. Also, das ist wirklich sehr gemütlich, das macht Spaß, der ist stabil, robust und durch die Bank hat man viel Platz. Und ja, gefällt mir sehr gut. Das konnte aber nur möglich sein, da wir jetzt hier so einen hohen Schrank eingebaut haben. Den zeige ich euch auch gleich nochmal. Das ist jetzt hier unser Schrank. Da haben wir uns auch natürlich ein kleines bisschen inspirieren lassen von anderen Campern und Camperinnen, die jetzt hier schöne Schränke reingebaut haben in ihren Camper. Das war, ist jetzt so das Endresultat. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal eine Schublade. Ursprünglich wollte ich die mal mit Schwerlastschienen befestigen. Ist dann aber leider nicht geworden, weil der Schrank schief und krumm ist. Deswegen konnte ich die Schwerlastschienen auch nicht anbringen. Das fungiert jetzt hier erstmal als Klamottenfach. Wir haben hier solche Deckel reingebracht. Die haben hier so einen, ja, so einen Schnitt. So ein Ausschnitt, das haben wir mit der Oberfräse gemacht und dadurch können die einfach hier ganz normal drauf liegen, ohne dass sie runterfallen und ja, das ist eigentlich ganz perfekt. Hier hinten ist auch nochmal sowas. Eine ziemlich große, lange Kiste, die kann man auch rausnehmen, zeige ich euch später nochmal. Dann kann die theoretisch auch als Außenplatz oder Außensitzplatz oder Abstellgelegenheit dienen.
Aber ihr seht, man braucht schon ein bisschen Muckis. Die ist jetzt gefüllt mit Klamotten. Dadurch, dass keine Schienen drin sind, braucht man da schon immer ein bisschen Kraft. Was haben wir als nächstes gebaut? Wir haben hier eine Kiste, die tatsächlich mit Schienen geht. Das ist ganz flüssig. Ich glaube, das sind so gebrauchte von irgendeinem Möbelhaus. Gab es da noch was übrig? Die haben wir einfach mit verbastelt. Die geht ganz flüssig, die Schublade. Viele haben ja hier so Druckknopfscharniere. Wir haben ganz günstige Griffe hier uns dran gemacht. Und als Lösung dient ein Imbusschlüssel, um die Kiste zu verschließen, haben wir hier ein Loch reingebohrt, hier ein Loch reingebohrt und während der Fahrt wird die einfach mit diesem Imbusschlüssel gesichert, zack, und dann rutscht das Ganze nicht raus. Das ist sozusagen unsere Box, da, das kann sicherlich sich nochmal ändern, was wir hier einsortieren, aber jetzt unterwegs ist es ganz praktisch, hier die Kleidungsstücke zu haben und hier oben sind so ein bisschen Waschsachen und ähnliches drin. Der eine kann dort sitzen, der andere kann hier sitzen, hier kann man sich schön mit dem Arm ablehnen, kann sein Getränk hier hinstellen. Hier haben wir noch sogar ein Handy oder ein Tablet-Halter, können dann abends nochmal was schauen, wenn wir lustig sind, wenn wir darauf Lust haben. Genau, das ist eigentlich sehr komfortabel. Ich sitze jetzt hier zufälligerweise auf der Küchenbox. Hier sind unsere ganzen Küchenutensilien drin. Salz, Pfeffer, wir haben hier noch Öl stehen, ein bisschen Brot, ein bisschen Kaffee, was man so braucht. Hier haben wir unser Besteck angebracht, ganz, ganz easy getackert. Dann auch hier wieder die gleiche Funktion mit so einem Deckel. Innen drin sind solche Bibusse, wo das drauf liegen kann. Und unten drunter haben wir noch ein bisschen Platz für Gaskartuschen und was da nicht alles so drin steht. Ganz, ganz komfortabel. Camperbrett muss man haben. Danke an die Mutti. Da machen wir das mal zu. Hier hinten in dem Raum, ihr seht ja, es ist jede Menge Platz. Ich habe jetzt hier das Bett erstmal als Tisch umgebaut. Auch hier dient uns gleich wieder die gleiche Konstruktion wie damals im Camper. Wir haben drei Holzstreben, zwei sind an den Kisten befestigt, einer ist hier vorne befestigt. Und theoretisch kann man hier auch ganz bequem sitzen, arbeiten, was auch immer man machen möchte, lesen. Das ist unser Tisch. Und wenn wir das Ganze jetzt als Bett umbauen, ist es eigentlich auch nicht schwer. Wir nehmen einfach die Holzstreben raus. So. Ich zeige euch das mal von unten, wie simpel das gemacht ist. Einfach nur drei Holzklötze ausgesägt, die Stöcke da rein mit Schrauben festgemacht und das ist dann der Tisch. Dafür müssen wir noch diese Holzstäbe rausmachen. Holzstäbe. So, und dann wird einfach nur das Bett hier in die Mitte gelegt. Zack. Und dann natürlich auch in diese Mitte. Müssen wir schauen, dass es passt. Richtig rum. So. Genau. Und dann legt man natürlich noch die Kissen hin. Die haben wir jetzt gerade auf dem Fahrersitz verstaut. Also umräumen muss man dennoch. Aber das ist wirklich so schnell erledigt, dass das wirklich gar kein Stress ist. Und innerhalb von 2 Minuten aufgebaut ist. Inzwischen ist es hier auch ganz schön heiß im Auto. Ihr seht vielleicht meine Schweißperlen laufen. Das ist einfach der Sommer. Die Luft steht hier natürlich. Wir machen dann immer ein bisschen die Heckklappe auf. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, ganz schnell, ratzifatzi haben wir hier das Bett gebaut. Früher lag der Dach hier noch. Das ist leider nicht mehr so. Aber wir machen trotzdem weiter mit dem Camping. Denn schließlich hat der kleine Hund uns ja auch dazu gebracht. So sieht das Ganze aus und wenn man hier jetzt noch in die Kisten reingucken würde, sieht man, dass hier Schlafsäcke verstaut sind. Das heißt, unsere Schlafsäcke sind hier. Wir nehmen das Ganze einfach abends schnell raus. Hier sind unsere ganzen Küchenutensilien und in der anderen Box haben wir noch ein bisschen Lebensmittel, Getränke und so weiter und so fort. Jetzt musste ich doch mal an die frische Luft. Es ist wirklich sehr warm. Der Camper steht jetzt komplett in der Sonne. Da schwitzt man schon ordentlich. Was ich euch aber noch gerne zeigen möchte, ist unser neuer kleiner Außentisch. Den finde ich richtig cool. Den haben wir jetzt derweile hier verstaut. Sicherlich habt ihr sowas auch schon mal gesehen. Das ist einfach ein kleiner Metalltisch, den man einfach ausklappen kann. Und hier diese Öffnung ist für das Rad gedacht. Das heißt, wir hängen den einfach nur hier ein. So. Zack. Wir können die Höhe auch noch irgendwie verstellen. Das heißt, variabel, je nachdem, ob man schief steht, kann man das noch ändern. Hier steht dann immer der Kocher drauf. Sehr, sehr praktisch. Dann kann drinnen nichts passieren. Außen wird gekocht. Auch dadurch, dass der Löcher hat, selbst wenn mal was verkippt, dann läuft es einfach vorbei. Ein richtig cooler Tisch, finde ich. Der nimmt nicht viel Platz weg im Camper. Für uns optimal. Außerdem, wie ihr seht, ist der natürlich schwarz angestrichen. Der fällt gar nicht groß auf an den schwarzen Reifen. Irgendwie, wenn der hier so ganz schmal am Auto steht, merkt den fast keiner. Und es sieht gar nicht nach Camping aus. Finde ich cool.
richtig gut. Ansonsten seht ihr, unser Auto hat sich nicht großartig verändert. Es gibt immer noch zwei Dachboxen, weil der Platz im Camper immer noch nicht ausreicht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mit verrückten Hobbys anfängt, wie das Kiten, und einfach mal so viel Platz braucht für die ganzen Utensilien, die man da so braucht. Wir haben auch noch eine Hängerkupplung, da steht unser Fahrradträger jetzt drauf. Also ist alles beim Alten geblieben. Fällt mir gerade noch ein, ihr seht diese komische Drittstufe hier, diese dreckige. Vorher war auch der Fußboden so dreckig. Wir haben hier einfach einen PVC reingenagelt oder reingetackert. Dadurch ist der Fußboden hell, das Auto wirkt einfach viel freundlicher. Eine ziemlich simple, einfache Lösung, sage ich jetzt mal. Lässt sich gut pflegen, abwischen, kehren und so weiter. Ja, und alles zusammen, ich würde jetzt mal Pi mal Daumen überlegen, aber ich denke mal so um die 500 Euro sind das bestimmt gewesen. Nicht ganz so teuer, finde ich. Das ist doch eigentlich machbar. Mal schauen, ob das Ganze hält. Ich hoffe das natürlich. Wir werden das jetzt erproben. Wir werden fleißig damit wegfahren. Wir werden natürlich weiter filmen und euch mitnehmen. Also wenn ihr Lust habt, bleibt gern dran. Abonniert wieder fleißig, kommentiert. Ab jetzt geht's wieder los. Und ich grüße euch alle und wünsche euch eine schöne Camper-Saison. Bis ganz bald.